Lieber Sozietät gründen oder als Einzelkämpfer durchschlagen? Meine Meinung dazu erfahrt ihr jetzt. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wer noch nicht abonniert hat, ist herzlich eingeladen, hier Mitglied unserer Affengeilen Community zu werden. Kostet euch nichts und macht mir große Freude. Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ist: Habe ich nicht mal vor, mich zusammenzuschließen mit jemandem? Ich habe ja vor 2,5 Jahren meine eigene Kanzlei gegründet. Warum habe ich das alleine gemacht? Warum habe ich keine Freunde, mit denen ich mich zusammentun kann? So durch die Blume ist das gefragt worden. Oder warum bin ich jetzt noch alleine, beziehungsweise ob ich es mir vorstellen könnte, mich mal mit jemandem zusammenzutun? Und ich frage mich dann immer, warum sollte ich? Klar, so ein bisschen Vorteile sehe ich schon. Vor allem wird es wohl sein, die Außenwirkung. Je mehr Leute auf dem Briefbogen stehen, desto schöner sieht es aus, desto wichtiger kann man sich dann vielleicht fühlen. Es macht vielleicht mehr her, wenn man einfach größer wirkt. Als wenn jetzt nur eine Person draufsteht, dann ist das halt so, ja, für manche Mandanten auch nicht interessant, weil man denkt, das ist irgendwie zu klein. Oder hat man überhaupt die Manpower, um das bewältigen zu können, was man an Aufträgen hätte oder so. Von daher, ich kann schon ein Stück weit verstehen, dass man das überlegt. Überwiegend für die Außenwirkung, wahrscheinlich. Anderer Punkt könnte sein, dass man diesen Austausch vielleicht vermisst oder dieses Gefühl hat, okay, man braucht vielleicht noch eine zweite Meinung. Zwei Juristen, drei Meinungen, ihr kennt das Sprichwort, das ist tatsächlich auch wahr. Also das ist mit Sicherheit schon ein Vorteil, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, Fälle besprechen kann, wenn man sich irgendwo nicht ganz sicher ist. Es tut immer gut, das ist tatsächlich so, das auf jeden Fall. Ich bin nur der Meinung, ich brauche dazu nicht unbedingt meine Kanzlei mit jemandem zusammen verbinden. Ich verrate euch mal, was meine Überlegungen waren und sind, warum ich Sozietät nicht überlegt habe, zu gründen mit jemandem. Ich habe auch so ein bisschen Erfahrung und teilweise eben auch Erfahrungsberichte aus anderen Kanzleien, sodass ich schon eine grobe Vorstellung davon habe, wie sowas laufen kann unter Umständen. Das kann gut laufen oder halt auch nicht. Ein so ein Punkt ist zum Beispiel, dass man als Sozietät, also viele Kanzleien sind als GbR ausgestaltet, also als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die haften alle zusammen und die wirtschaften alle zusammen in einen gemeinsamen Topf. Und immer wenn man zusammen wirtschaftet, kann es gut sein, dass irgendwann der Knatsch kommt. Dass wenn man sich irgendwann nicht mehr so gerne mag, dass dann man vielleicht das Gefühl haben könnte, was sich der Einzelne rauszieht aus diesem gemeinsamen Topf, ist nicht gerecht. Warum auch immer, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass der eine Anwalt ein Rechtsgebiet betreut, das, auch wenn man nach RVG abrechnet, vielleicht recht viel abwirft, bei verhältnismäßig wenig Aufwand, während der andere Anwalt vielleicht auf was anderes spezialisiert ist, regelmäßig 12 Stunden im Büro hockt, der andere bloß 6 und am Ende macht der andere aber weniger Umsatz als der eine, bekommt dann vielleicht dann auch entsprechend weniger oder doch die Hälfte, wo der andere sagt, hey, ich mache hier eigentlich die meiste Kohle, warum sollte ich den gleichen Batzen abgeben? Also da kann es früher oder später, auch wenn man sich am Anfang vielleicht einig ist, dann, es hat einfach Potenzial, dass es irgendwann Knatsch gibt. Auf so einen Knatsch habe ich erstmal keinen Bock. Und das Hauptargument für mich ist eigentlich, dass dieser Schritt in die Selbstständigkeit, der kostet ja schon Mut, da ist schon, ja, gehört schon was dazu. Und wenn man diesen Schritt dann wagt, dann möchte ich doch die Vorteile davon haben, nämlich maximal unabhängig zu sein. Also ich möchte nicht, wenn ich das schon selbstständig mache, mich dann noch absprechen müssen mit jemand anderem. Ich kann hier in meiner Kanzlei vom Erscheinungsbild hin bis zur Ausrichtung, wohin soll die Kanzlei gehen, was möchte ich für Rechtsgebiete machen, für was soll die stehen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, das habe ich komplett alleine in der Hand. Das finde ich ziemlich cool. Vielleicht denken sich schon manche von euch, ja, das mit diesem gemeinsamen Topf muss ja nicht so laufen. Muss es auch nicht. Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, wie man sich als Anwälte zusammentun kann, gemeinsam die Kanzlei führen kann. Das würde auch funktionieren als sogenannte Bürogemeinschaft. Gibt es auch immer mehr. Bürogemeinschaft würde eben bedeuten, dass man nicht diesen gemeinsamen wirtschaftlichen Topf hat. Man tritt nach außen hin einheitlich auf, unter einem gemeinsamen Logo zum Beispiel. Aber jeder Anwalt ist selbstständig und jeder
schreibt quasi eigene Rechnungen auf sich. Man hängt also nicht so krass zusammen, hat also auch den Vorteil mit der Haftung, hat auch den Vorteil, was die Interessenskollision angeht. Also hat einige Vorteile, aber halt für mich nach wie vor den Nachteil, dass ich nicht frei entscheiden kann, was mit der Kanzlei passiert, weil man eben nach außen schon gemeinsam auftritt. Also wenn ich mich entscheiden würde, mich zusammenzuschließen, dann wahrscheinlich, wenn dann als Bürogemeinschaft, ja, wäre noch so die einzige Idee, die für mich jetzt realistisch wäre. Aber auch da sollte man sich nur zusammenschließen, wenn man sich gut kennt, wenn man, ja, die gleichen Werte hat ungefähr. Ja, da muss schon sehr viel passen, finde ich, dass man das zusammen machen sollte. Also ich habe schon Freunde aus dem Studium, mit denen ich mich zusammenschließen könnte, vielleicht, so ist es nicht. Das ist echt immer witzig, wenn die Leute so vorsichtig schreiben. Hast du keine Studienfreunde? Gibt es da niemanden? Es ist tatsächlich so, dass sehr viele von den Freunden, die ich gefunden habe, dazu habe ich ja auch schon mal ein paar Videos gemacht, erstens gar nicht alle überhaupt das Jurastudium beendet haben, also die sind fernab von Juristerei ganz woanders gelandet. Und sehr viele sind halt auch im Bereich Verwaltung, in der Justiz und so weiter, also querbeet, Unternehmen, alles Mögliche. Bin so ein bisschen abgelenkt und schockiert gerade, weil ich, da muss ich ab und zu hinschauen, ich bin es nicht gewohnt, mich so in bunten Farben zu sehen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, auch in den alten Videos, ich habe tatsächlich seit 20 Jahren, trage ich eigentlich nur schwarz, fast nur schwarz. Und jetzt seit kurzem habe ich Bock auf Farbe und probiere mich gerade so aus und bin hier gerade in diesem Farbanalyse-Game auf YouTube unterwegs. Genau, und probiere gerade so ein bisschen. Wen interessiert es eigentlich? Weiter im Text. Ich könnte mir übrigens helfen, wenn ich in Zukunft mehr Farben in Videos trage, könnt ihr vielleicht kommentieren, welche Farbe gut aussieht und welche nicht. Würde mir helfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das sind so meine Beweggründe, warum ich mich entschieden habe, das alleine zu machen. Im Moment finde ich es immer noch cool, so wie es gerade ist. Ich sperre mich nicht, wehre mich nicht, wenn sich was anderes ergeben sollte. Aber wie gesagt, es muss sehr viel passen. Und wenn es so auch gut läuft, sehe ich im Moment jetzt nicht den großen Bedarf. Nee. Ich bin zurzeit so ein bisschen am Überlegen, ob ich mich schon vergrößern muss. Einfach personell. Will ich aber eigentlich auch nicht unbedingt. Ich finde das ganz gut, dass wir ein kleines Team sind. Ja, ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt eigentlich zu viel ablehnen und würde das eigentlich noch gern annehmen und bearbeiten, aber wir sind ausgelastet und dann habe ich manchmal so Phasen, wo ich denke, vielleicht muss ich noch jemanden einstellen. Ich guck mal, wie es sich entwickelt. Im Moment denke ich, passt so ganz gut. Vielleicht eine Überlegung für nächstes Jahr, ob ich noch jemanden dazu hole. Eigentlich sowohl im Büro als auch auf juristischer Seite wäre Unterstützung manchmal ganz gut. Also so Vergrößerung kann ich mir vorstellen, wirklich mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammengehen. Gerade eher nicht. So. Das sind meine Gedanken dazu. Aber das war jetzt auch sehr aus der Hüfte. Vielleicht gibt es Aspekte, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Vielleicht habe ich schon meine Entscheidung auch irgendwie auf anderes gestützt und weiß es heute nicht mehr. Schreibt gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Würdet ihr das lieber alleine machen wollen oder lieber mit jemand zusammen? Habt ihr jemanden im Blick, mit dem ihr das zusammen machen wollt vielleicht? Das ist echt das A und O. Das muss halt einfach gut passen. Mich würde es interessieren, was meint ihr dazu? Und dann würde ich sagen, haben wir es doch schon für heute, oder? Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao.